sich zum zweiten Vortrag oder zur zweiten Veranstaltung nach unserer Corona-Pause. Sind sehr zahlreich gekommen, das freut mich. Ich sehe, dass wir 1,50 Abstand haben, sodass wir auf die Masken verzichten können. Freut mich, hier einige alte Bekannte begrüßen zu dürfen, einige neue Gesichter. Nochmal herzlich willkommen. Ganz besonders begrüße ich natürlich Herrn Professor Herrmann, den ich auch schon im letzten Jahrtausend kennengelernt habe bei der Kulturstiftung, die hier auch vertreten ist. Herr Professor Herrmann ist Kunsthistoriker, Dozent und publiziert eifrig. Wir haben, glaube ich, 42 Literaturnummern bei uns im Katalog. Also wenn jemand noch nachlesen will, da ist einiges mehr. Die Schwerpunkte sind Marienburg und na, das Weichselland im weitesten Sinne, denke ich mal. Stadtführer Danzig habe ich gesehen in Ihrem Werk. Also ist breit aufgestellt und ich freue mich auf den Vortrag sehr. Sie finden hier auch Literatur, die Sie erwerben können und die meisten werden schon durch die Ausstellung gegangen sein oder aber zumindest dran vorbei. Jetzt muss ich nachfragen, Ernst, wie lange bleibt die Ausstellung? Sind das 4 Wochen oder? Also normal 4 Wochen, das heißt also, wer das vertiefen möchte, hat hier noch wochenlang Zeit, wenn uns nicht Corona einen Strich dadurch die Rechnung macht. Ich glaube, dabei kann ich es belassen, weil hier noch eingeführt werden soll. Ich glaube, von Ihnen, Frau Aldenhoff, stimmt das oder? Nein, vom Ernst Gierlich, den kenne ich auch. Insofern gebe ich jetzt die Bühne frei und ich freue mich auf die Veranstaltung. Ja, lieber Hans Jakob, lieber Herr Direktor, meine sehr verehrten Damen und Herren, freue mich, Sie auch begrüßen zu können seitens der Kulturstiftung der Deutschen Vertriebenen. Und zwar zu der Ausstellung, die heute hier beginnt: Romantik in Preußen zwischen Königsberg, Marienburg, Berlin und Köln. Wir freuen uns und sind also sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, Sie hier in der Martin-Opitz-Bibliothek dann auch zu präsentieren. Und für diejenigen, die jetzt die Kulturstiftung noch nicht so ganz kennen, mal gucken, was klappt. Es klappt. Ein paar Worte nur. Wir sind also eine überregionale Kultureinrichtung aller Vertriebenen und es ist uns ein Anliegen, das vielfältige und reichhaltige Kulturgut der Regionen des Mittel- und östlichen Europa, wo eben aber auch Deutsche gelebt haben und zum Teil heute noch leben, im Bewusstsein der Deutschen und des Auslands lebendig zu erhalten und das kulturelle Schaffen, das in seiner Tradition steht, auch zu befördern. Und das machen wir in enger Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Institutionen in Deutschland und in den Nachbarländern. Und nicht zuletzt eben auch mit der hiesigen Martin-Opitz-Bibliothek, die ja eigentlich den gleichen Themen und Anliegen verpflichtet ist, wie wir es selbst auch. Es geht also um Preußen. Und in diesem Zusammenhang unserer Tätigkeit fügt sich aber auch Preußen natürlich hinein, ein Staatswesen, was im 19. Jahrhundert vor der doch großen Aufgabe stand, die Provinzen im äußersten Osten Deutschlands mit denen im äußersten Westen, also man denke an diese 1000 Kilometer zwischen Aachen und Königsberg, zu vereinen. Und mit der Unterzeichnung der Wiener Kongressakte von 1815 war ja die Zuordnung der Rheinlande zu Preußen völkerrechtlich besiegelt worden. Die Eingliederung der Provinzen am Rhein in den preußischen Staat, das war natürlich eine Herausforderung angesichts der doch sehr unterschiedlichen historischen Prägung und auch kulturellen Prägung dieser Regionen. Gleichwohl erwies es sich dann im Laufe des weiteren 19. Jahrhunderts, dass diese Verbindung trotz einer ganzen Reihe von Konflikten letztlich für alle Teile doch sehr befruchtend war und förderlich. Und die damals vermittelten ost- und mitteldeutschen Einflüsse, ja, sie prägen das westliche Deutschland, überhaupt das gesamte Deutschland ja bis heute. Für den modernen Menschen allerdings sind Romantik und Preußen zwei Begriffe, die nicht so recht zusammenpassen. Denn mit Preußen, da verbindet man ja eigentlich so die typischen Tugenden eines auf Strenge und Disziplin ausgerichteten, aufgeklärten Staatswesens, aber eben nicht das fantasievolle, oft ins Unheimliche reichende der romantischen Weltsicht. Aber dennoch spielte Preußen für die Geschichte der Romantik eine besonders bedeutende Rolle. Und das wollen wir eben hier in unserer Ausstellung auch darstellen. Wir werden also hier verschiedene Regionen vor Augen geführt bekommen, insbesondere auch die Menschen, die dort gelebt haben und die diese Romantik auch im 19. Jahrhundert dann auch in ganz Deutschland auch befördert haben. Das Ganze geht los bei der Marienburg und das nicht zufällig, denn das war eigentlich so ein bisschen die Wiege auch der Romantik in Preußen.
Ihre Wiederentdeckung und historische Aufwertung, also das ist ja die ehemalige Residenz des Deutschen Ordens an der Nogat, also an einem Nebenarm der Weichsel, sie wurde schließlich zu einer Art Nationaldenkmal auch des Preußentums. Und ihre Entdeckung, Erforschung und Restaurierung steht dann auch beispielhaft für das durch die romantische Bewegung angestoßene Verherrlichung des Mittelalters. Und hierzu wird ja gleich Herr Dr. Herrmann ja auch noch referieren. Und Herr Debert hat es ja auch schon erzählt, dass er auch sehr viel auch über diese Dinge publiziert hat, was nicht nur in der Fachwelt, sondern auch darüber hinaus mit sehr viel Aufmerksamkeit rezipiert worden ist. Für die literarische Frühromantik in Berlin, das ist also sozusagen die nächste Station, der unserer Ausstellung dann gewidmet ist, stehen hier mal zufällig oder nicht zufällig zwei jugendliche Freunde, Ludwig Tieck und Wilhelm Heinrich Wackenroder. Als eine Initialzündung der Romantik gilt nämlich deren ausgedehnte Wanderung durch Franken im Jahre 1793, wo sie dann auch insbesondere mit der katholisch-barock geprägten Volkskultur dieser Gegenden auch bekannt gemacht wurden. Und vor diesem Hintergrund entstanden dann auch die berühmten Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders aus der Feder Wackenrodes. Und Tiecks, der blonde Eckbert, er gilt vielen Forschern als der eigentliche Beginn der deutschen Romantik. Es werden dann noch weitere Persönlichkeiten beleuchtet, die zum intellektuellen Umfeld gehörten, wie zum Beispiel August Ferdinand Bernhardi, der auch entscheidenden Einfluss hatte auf die Arbeiten später von Wilhelm von Humboldt. Die Romantik, das war die erste Kulturepoche, die nicht nur sich ihren Namen selbst verlieh, sondern auch schon früh eine eigene Rechtfertigung und Theorie erschuf. Und die beiden Brüder Schlegel, sie stehen also insbesondere für diese intellektuelle Arbeit. Denn in seinen Berliner Vorlesungen hat der August Wilhelm Schlegel grundlegende Ideen eines romantischen Kunstverständnisses dann auch entwickelt und propagiert. Und auf ihn geht auch das Konzept der romantischen Ironie zurück. Weiter geht es in unserer Ausstellung auch mit Philosophie und Geschichtsschreibung der romantischen Epoche. Es seien hier bloß einige Namen eben wie Fichte, erwähnt, der eine sehr starke Anziehungskraft auf die Generation der jungen Romantiker ausübte. Und der aber auch gleichzeitig in seinen Reden an die deutsche Nation patriotische Ideen zur Entwicklung des deutschen Nationalstaats dann auch vorgeführt hat. Andere wie Schleiermacher oder so will ich jetzt gar nicht darauf eingehen, das können Sie unten auf diesen Tafeln dann auch schön sehen. Zur Ausstrahlung der romantischen Ideen war natürlich auch die Sichtbarmachung irgendwo ganz wichtig. Und dafür haben wir in unserer Ausstellung stellvertretend Peter Joseph Lenné, der in Bonn geboren wurde, aber dann in Preußen, insbesondere auf Einladung von König Friedrich Wilhelm III., die Gartenkunst in romantischem Sinne auch revolutioniert hat. Und zwar im ganzen Preußischen Reich, keineswegs nur in den klassischen Regionen, sondern auch hier im Rheinland. Man denke nur etwa an den Park des Brühler Schlosses oder ähnliches. Vielleicht nur gerade als Anmerkung: Am übernächsten Sonntag wird in Haus Schlesien in Königswinter auch eine Ausstellung ihm gewidmet sein. Aber es ist von hier aus vielleicht ein bisschen schwer zu erreichen. So weiter geht's. Jawohl. In der Geschichte der romantischen Malerei, und das muss man leider sagen, spielte Preußen keine Hauptrolle. Caspar David Friedrich war kein Preuße. Aber eine Ausnahme bildet doch die Landschaftsmalerei in Verbindung mit der mittelalterlichen Architektur und Stadtdarstellung. Am bekanntesten sind hierbei die frühen Gemälde von Karl Friedrich Schinkel, der ja nicht nur ein genialer Architekt war, sondern auch in dessen Stadtbildern, insbesondere im Mittelpunkt mittelalterliche Kathedralen stehen, die dann aber überhöht wurden in einem doch romantischen Sinn, wie überhaupt die ganze Vergangenheit dann in diesem Sinne dann auch gedeutet wurde. Ebenso wie Schinkel könnte man jetzt hier auch noch erwähnen den Herrn Domenico Quaglio, das sei auch wiederum unten unseren Ausstellungstafeln vorbehalten. Was den großen Bereich der romantischen Literatur anbetrifft, da ist Preußen natürlich wieder ganz vorne. Und hier ist zum Beispiel auch der dort geborene Zacharias Werner zu erwähnen, der wohl der älteste der romantischen Autoren in Preußen war und der einzige, der auch erfolgreich als Dramatiker wirkte und dabei auch mit den Grundregeln des klassischen Theaters, wie sie bis dahin galten, brach. E.T.A. Hoffmann darf natürlich nicht fehlen, denn er repräsentiert den Typus des universal begabten romantischen Künstlers, der als Musiker, Komponist, Dichter und Zeichner tätig war.
Ganz genau. Denn er war auch, auch Beamter sozusagen. Also er hat durchaus seine bürgerlichen Pflichten erfüllt, aber daneben eben auch sein großartiges romantisches Werk dann auch entfaltet. Auch wenn man eingehen müssen auf Eichendorff natürlich, Schlesier, immerhin. Und er genauso wie auch E.T.A. Hoffmann war es auch jemand, der auch seine Pflichten als Beamter des preußischen Staates erfüllt hat und daneben auch sein großartiges Werk geschaffen hat. Das Ganze wurde natürlich von oben auch etwas protegiert. Und da ist insbesondere König Friedrich Wilhelm IV. Zu erwähnen, den man ja auch als den Romantiker auf dem Königsthron bezeichnet hat. Er war ein Förderer der Künste und das auch schon in seiner Kronprinzenzeit. Und auch seine Bemühungen um einen Ausgleich mit der katholischen Kirche, etwa hier in den westlichen Gebieten, sie entsprachen durchaus seiner romantischen Grundhaltung, die aber in ihrem die Vergangenheit verklärenden Geist ebenso bestimmend war für die Ablehnung bürgerlicher Emanzipationsbestrebungen. Und so erklärte sich dann auch sein Widerwille gegen die von ihm 1848 vom Paulskirchenparlament angebotene deutsche Kaiserkrone. Er war selbst ein begabter Zeichner und hat auch zeichnerische Ausbildung erfahren in seiner Jugend, also hat sich insbesondere für Architekturzeichnungen interessiert. Es gibt also eine ganze Menge von Werken aus seiner Hand. Was ihn besonders interessierte, waren die Burgen am Mittelrhein und dann auch deren Wiederaufbau. Und zwar sehen wir hier die Burg Stolzenfels, die 1815 von der Stadt Koblenz, dem preußischen Staat, geschenkt worden war. Und die dann nach Plänen von Schinkel und Friedrich August Stüler auch unter weitgehender Bewahrung der mittelalterlichen Bausubstanz wieder aufgebaut wurde, allerdings als ein neugotischer Sommersitz mit einer sehr qualitätvollen historisierenden Innenausstattung. Und es waren dann auch weitere Mitglieder des königlichen Hauses, die andere Burgen auch am Mittelrhein wieder hergestellt haben, sie im romantischen Geist uminterpretiert haben, aber insbesondere dann ihnen auch ein neues Leben auch gegeben haben, was bis heute ja noch den romantischen Rhein auch prägt, den wir immer noch lieben. Hat natürlich auch seinen politischen Hintergrund, so etwas der Rhein als Grenze zu Frankreich, mit dem man ja schlechte Erfahrungen unter Napoleon gemacht hatte. Man wurde, insbesondere war man bestrebt, dort auch präsent zu sein. Ein besonderes Interesse von Friedrich Wilhelm IV. Galt aber auch dem Kölner Dom, den er ja schon 1814 unter Begleitung von Sulpice Boisseret erstmals besichtigt hatte, und für dessen Vollendung er sich schließlich auch begeistert hat. Diese gotische Kathedrale, sie wurde zu einem Symbol der zu erstrebenden deutschen Einheit und hatte große Bedeutung für alle romantisch geprägten intellektuellen Kreise. Aber trotz prominenter Unterstützung kam es unter Friedrich Wilhelms des vierten Vaters, Friedrich Wilhelm III., noch nicht zu einer praktischen Umsetzung der Vollendung des Domes. Und das hatte natürlich auch seinen Grund in den Konflikten, die gerade in den 1830er Jahren zwischen dem preußischen Königshaus und der Kirche, vor allen Dingen hier im westlichen Gebiet, entstanden. Man denke an diesen Mischehestreit 1837, der sogar zur Verhaftung des Kölner Erzbischofs geführt hatte. Aber unter Friedrich Wilhelm IV., als er dann schließlich seinen Thron bestieg, hat man diese Konflikte überwunden. Und das war eigentlich auch ein Zeichen dieser Überwindung der Konflikte, dass tatsächlich dann der Grundstein zum Wiederaufbau des Domes gelegt werden konnte. Also so haben wir dann jetzt einen Ausstellungsbogen gespannt, der von der Marienburg ganz im Osten bis hier nach Köln in den Westen auch geschlagen ist. Preußen ohne den Geist der Romantik wäre es auch, wie es sich später dargestellt hat, gar nicht denkbar gewesen. Die Beispiele, die ich Ihnen jetzt gerade so stichpunktartig genannt habe, Sie können sie unten in der Ausstellung sehen. Und ein besonderer Aspekt eben der Marienburg und ihrer Bedeutung auch für die Entwicklung der Romantik wird Ihnen ja jetzt Professor Herrmann tatsächlich auch noch vorstellen, der eigentlich auch in seiner Person diese ganze Spannweite auch umfasst. Herr Thebert hat es eben schon ein bisschen erwähnt. Er ist am Mittelrhein geboren, hat dann lange Jahre in Danzig oder in Polen auch gearbeitet, tut das auch heute noch. Also er hat in der Tat diese ganze Spannweite auch in seiner Biografie vereinigt. So wünsche ich Ihnen jetzt viel Freude und viel Vergnügen auch mit dem Vortrag von Herrn Professor Herrmann. Eine Zeitreise von in etwa 200 Jahren, die wir jetzt bekommen. Dankeschön.
Ja, meine Damen und Herren, nachdem wir die technischen Probleme gelöst haben, möchte ich Sie auch hier herzlich begrüßen und freue mich, dass ich wieder vor lebendigen Menschen sprechen kann. Herr Gierlich hat ja schon einen kurzen Überblick gegeben über die Thematik und ich widme mich heute nur dem Thema der Anfänge, nämlich der Marienburg. Die Marienburg und die Anfänge der Romantik in Preußen. Die Marienburg, ehemals Residenz des Hochmeisters des Deutschen Ordens, gehört zu den bestbesuchten Touristenattraktionen in Polen. Die meisten Besucher sind von der Kreuzrittergeschichte fasziniert, eine Faszination, die um 1800 absichtsvoll inszeniert wurde und eng mit der Entstehung der Frühromantik verknüpft ist. Ohne die Romantik würde die Marienburg vermutlich nicht mehr existieren. Andererseits verdankt die Romantik der Marienburg einige entscheidende Impulse. Beides möchte ich in meinem Vortrag beleuchten. Der Begriff um 1800 bezeichnet eine vielschichtige Umbruchszeit. Das Ende des europäischen Ancien Regime, wobei sich Preußen für etwa 10 Jahre in einem fragilen Schwebezustand befand, den Goethe als einen fieberhaften Frieden umschrieben hat. Also offiziell war es eine Friedenszeit, aber sie war doch sehr bewegt und ständig in Unsicherheit, ob das so bliebe. Dieser fieberhafte Frieden bildete den Untergrund für eine der fruchtbarsten Epochen der deutschen Kulturgeschichte. Zwischen 1794 und 1805 lag sowohl die Glanzzeit der von Goethe und Schiller geprägten Klassik, während sich parallel dazu die junge Generation der Frühromantiker formierte und selbstbewusst gegen die alten Spielregeln und Weltanschauungen rebellierte. Genau in dieser Epoche taucht die Marienburg wieder aus der Vergessenheit der Geschichte auf. Die in der Revolutionszeit sozialisierte junge Generation betrachtete die halbverfallenen Gemäuer plötzlich in einem neuen Licht. Die Marienburg wurde für Preußen eine Art Katalysator, aus dem eine romantische Welt sich zum Vorschein kam. Die Marienburg-Romantik umfasste Malerei, Architektur, Literatur, aber auch die preußische Geschichtsschreibung und sogar die Politik. Diesen Romantisierungsprozess möchte ich in seinen Ausprägungen und Etappen skizzieren. Der Forschung ist die Rolle der Marienburg für die preußische Geschichte um 1800 nicht verborgen geblieben. Die Wirkung der Marienburg auf die romantische Bewegung war jedoch von erheblich größerer Bedeutung, als man bisher angenommen hat. Wir beginnen mit dem Jahr 1772, der Einverleibung der zu Preußen gehörenden Provinz Königlich Preußen, von nun ab Westpreußen genannt, in das Königreich Preußen. Der mit der Regionalgeschichte weniger vertraute Beobachter könnte vielleicht meinen, dass die Marienburg mit dem Übergang an Preußen eine Aufwertung erfahren hätte, weil man diesen Vorgang aus Berliner Sicht als eine Art Wiedervereinigung der alten Ordensresidenz mit dem preußischen Vaterland interpretiert haben könnte. Tatsächlich war jedoch das Gegenteil der Fall. Die offizielle Geschichtsschreibung des Königreichs Preußen wollte mit dem Deutschen Orden nichts zu tun haben. Das ehemalige Ordensland war 1525 nur deshalb an das Haus Brandenburg gefallen, weil der letzte Hochmeister den Orden in Preußen aufgelöst hatte. Die Rechtmäßigkeit dieses Aktes war auch am Ende des 18. Jahrhunderts noch umstritten. Daher stellte die offizielle preußische Geschichtsschreibung die Herrschaft des Deutschen Ordens als nicht rechtmäßig dar, weil sie nur auf Gewalt beruht hätte. Nach dieser Logik konnte nichts Unrechtes darin bestehen, jemanden, der zu Unrecht herrschte, diese Herrschaft zu entziehen. Die Marienburg als Hauptort des Deutschen Ordens hatte demnach für das Königreich Preußen 1772 keinerlei Bedeutung. Das riesige Schloss Terrain ging in die Verfügungsgewalt der preußischen Armee über, die im Hochschloss Proviantmagazine einrichtete. Dies hatte verheerende Folgen für die Bausubstanz, denn zur Gewinnung der Schüttböden für Getreide schlug man alle mittelalterlichen Gewölbe heraus. Es blieben nur noch die alten Außenmauern stehen, aber auch die Außenansicht erfuhr eine vollständige Umgestaltung durch eine verputzte neoklassizistische Fassade. Nichts erinnerte hier mehr an eine mittelalterliche Burg.
Die nach 1772 getroffenen Maßnahmen folgten eine auf Friedrich den Großen zurückgehende unerbittliche Sparsam- und Nützlichkeitsdoktrin. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde die Sparsamkeitsökonomie zur öffentlichen Norm in Preußen erhoben. Der Staat war sparsam nicht mehr nur aus Not heraus, sondern aus Prinzip. Und die Deutschen sind ja noch heute bekannt in aller Welt für ihre Sparsamkeitsfimmel. Nicht Pracht und Schönheit waren Ziel staatlicher Baupolitik, sondern maximale ökonomische Effektivität. Um es mit den Worten Friedrichs des Großen zu sagen, Paläste seien nicht zu bauen, sondern Schafställe und Wirtschaftsgebäude. Auch die einstmals stolze Marienburg musste sich dieser Staatsräson unterwerfen. Nachdem das Hochschloss schon in den 1780er Jahren zu einem nüchternen klassizistischen Proviantmagazin umgebaut worden war, Sie sehen also hier noch Fotos von 1887, wo diese klassizistische Bau wieder abgerissen wurde und Konrad Steinbrech dann wieder eine Vision des mittelalterlichen Schlosses rekonstruierte. Und in den Jahren um 1800 machte man sich daran, dem Mittelschloss mit dem grandiosen Hochmeisterpalast das gleiche Schicksal widerfahren zu lassen. In dieser Zeit traf nun die altfrederizianische Nützlichkeitsideologie auf den neuen Geist der Frühromantik. Im Sommer des Jahres 1794 besuchte der geheime Oberbaurat David Gilly in Begleitung seines 22-jährigen Sohnes Friedrich die Marienburg. Diese Inspektionsreise hatte den Zweck, Gebäude zu begutachten, bei denen der Staat Baumaßnahmen beabsichtigte. David Gilly stand schon seit 1770 im Dienst der preußischen Bauverwaltung und war einer der erfahrensten Fachleute im Bereich der sogenannten Landbaukunst. Er beschäftigte sich ganz im Sinne Friedrichs des Großen mit Kanälen, Kuh- und Schafställen, Magazinbauten, Wohnhäusern, Verwaltungsgebäuden und Rathäusern. Er verkörperte das Idealbild eines praktisch denkenden Baumeisters der Spätaufklärung, dessen Ziel es war, solide, dauerhafte, vernünftige, preisgünstige und im besten Sinne einfache Architektur zu schaffen. Sein 1772 geborener Sohn Friedrich war schon in jungen Jahren vom Vater gründlichst auf den Architektenberuf vorbereitet worden. Friedrich lernte das Maurer- und Zimmermannshandwerk, wurde in Mathematik, Geometrie sowie Zeichenkunst unterrichtet und begleitete seinen Vater auf den Inspektionsreisen durch die preußischen Provinzen. Schon als Jüngling war er in allen Bereichen der praktischen Baukunst umfassend ausgebildet. Neben den angelernten Kenntnissen besaß er aber auch einen genialistischen Geist und den zu seiner Generation passenden neuen Blick auf die Welt. Es waren die am Beginn der 1770er Jahre Geborenen, die zu einem beträchtlichen Teil die Frühromantik geprägt haben. Sie verbrachten ihre Kindheit noch im Ancien Regime und in einem Alter, in dem junge Menschen eigenständig zu denken beginnen, wurde die althergebrachte Welt durch die Französische Revolution aus dem Lot gebracht. Mit seinen praktischen, künstlerischen und intellektuellen Fähigkeiten wäre Friedrich Gilly sicherlich einer der bedeutendsten Architekten der deutschen Geschichte geworden, hätte ihn nicht mit 28 Jahren ein früher Tod ereilt. Ein wesentlicher Punkt, in dem sich Vater und Sohn Gilly unterschieden, war das Interesse für die mittelalterliche Baukunst. Friedrich hielt schon seit den ersten Reisen in den späten 1780er Jahren gotische Bauwerke in Skizzen fest. Hier zeigte sich eine wesentliche Scheidelinie zwischen der Kunstauffassung der Spätaufklärung und Frühromantik. Die Generation David Gillys verehrte die griechische Kunst als normatives Ideal und verspürte keinerlei Notwendigkeit, die plumpe und groteske Gotik wahrzunehmen. Für die nachfolgenden Generationen sollte die Entdeckung der Gotik und des Mittelalters dagegen schnell zu einer Offenbarung werden. Für Preußen bedeutete die Entdeckung der Marienburg durch Friedrich Gilly einen Wende- und Kristallisationspunkt hin zur Mittelalter-Offenbarung. Der junge Baukondukteur geriet sofort in den Bann des zerbröckelten und zerschundenen gotischen Backsteinkolosses. Er fertigte zahlreiche Zeichnungen an, von spannungsgeladenen Gesamtansichten über geheimnisvoll dunkle Kellerstudien bis hin zu historisierenden Rekonstruktionen von Innenräumen, in denen Ordensritter in eine an griechische Sagenhelden
erinnerte Statur umherschritten oder lässig an der Wand lehnten. Das Interesse Friedrich Schillys an den gotischen Mauern beschränkte sich nicht nur auf die materielle Struktur. Er eröffnete sich und den Betrachtern seiner Bilder einen radikal neuen Zugang zur Urgeschichte Preußens. Die aus diesen Zeichnungen hallende Botschaft lautete: Mit den Ordensrittern und ihren Burgen beginnt die preußische Geschichte, und wir dürfen darauf so stolz sein wie die Südländer auf ihre antiken Ruinen. Dies war angesichts des negativen Bildes der Ordensritter in der offiziellen preußischen Geschichtsschreibung eine ganz andere Sicht der Geschichte, und zwar eine zutiefst romantische und, wie sich zeigen sollte, zukunftsweisende Sicht. Die Marienburg-Zeichnungen von Friedrich Schilly erweisen sich sowohl künstlerisch formal als auch in ihrer inhaltlichen Bedeutung als früh vollendete Werke der Romantik. Wenn wir uns an dieser Stelle nochmals die Entstehungszeit, nämlich 1794, in Erinnerung rufen, so darf man behaupten, die deutsche Frühromantik, das heißt in der Malerei, in der Zeichnung, beginnt mit Friedrich Schilly auf der Marienburg. Diese These möchte ich im Folgenden etwas begründen. Zunächst einmal ist darauf hinzuweisen, dass die Zeichnungen in der zeitgenössischen Öffentlichkeit gewirkt haben. Friedrich Schilly hat sie also nicht nur in einer Mappe versteckt, sondern schuf auf Grundlage dieser Zeichnungen 10 Aquarelle, die im Sommer 1795 auf der Ausstellung der Akademie der Künste dem Berliner Publikum mit aufsehenerregendem Erfolg präsentiert wurden. Das ist also eine der heute noch erhaltenen Aquarelle von dieser Ausstellung. Die Aquarelle trafen den Nerv der Besucher. Friedrich Schilly erhielt den ersten Preis der Akademie zugesprochen, und im Jahr darauf veröffentlichte er einen Kommentar zu diesen Aquarellen, dessen erste Sätze lauten, Zitat: Das Schloss zu Marienburg gewährt dem Beobachter ein vielfaches Interesse. Es ist so merkwürdig von Seiten seiner Architektur, seiner kolossalen, kühnen Struktur und eines wirklich großen, einfachen Stils in dieser Art, als es ein wichtiges Denkmal für den Antiquar und für die vaterländischen Begebenheiten ist. Bemerkenswert ist, dass Friedrich Schilly die Begriffe Denkmal und Vaterland schon in einem für das späte 18. Jahrhundert ganz modernen und zukunftsweisenden Sinn verwendete. Um den Charakter und die Qualität der Zeichnungen Friedrich Schillys aufzuzeigen, möchte ich 4 Blätter näher besprechen. Beginnen wir mit der monumentalsten Darstellung, der Ansicht der Konventskirche der Marienburg. Im Hintergrund erheben sich mächtige, im Schatten des Gegenlichts grau und fast gliederungslos erscheinende Mauermassen. In der Zentralachse ragt die Konventskirche als Gebäudeblock in den Mittelgrund vor und wird von der schräg einfallenden Abendsonne hell und warm erleuchtet. In der Ostniese steht eine riesige Marienfigur mit Christuskind, überragt von einem fragil wirkenden, über dem Kirchendach sich erhebenden Kreuz. Dieser vertikale Akzent in der Komposition des Bildes wird noch wiederholt und betont durch den nördlich an die Kirche anschließenden Hauptturm der Burg, der sich hoch in den Abendhimmel reckt. Im Vordergrund sehen wir eine Trümmerlandschaft aus halb eingestürzten Backsteinmauern. Dort stehen 2 Männer, die bewundernd zu der Marienstatue hinaufschauen. Auch in diesem Fall wohl wieder ein Selbstbildnis von Friedrich Schilly mit seinem Vater. Dieses Aquarell präsentiert in fast idealtypischer Weise die klassischen Merkmale der romantischen Malerei. Eine Halbruinenlandschaft mit gotischer Architektur, christlichen, zum Himmel strebenden Symbolen im Zentrum, sowie menschliche Figuren im Vordergrund, die dem Bildbetrachter den Rücken zukehren und uns damit zur Identifikation mit ihnen einladen. Wir kennen solche Kompositionsschemata bestens aus den Bildern Caspar David Friedrichs, doch ist Friedrich Schilly der Ikone der romantischen Malerei um 10 Jahre voraus. Am Rande sei darauf hingewiesen, dass gerade 1794 in Frankreich die Entchristianisierungskampagne ihren Höhepunkt erreicht hatte. Hunderte von mittelalterlichen Kirchen wurden zum Abbruch freigegeben, die Kreuze heruntergerissen und durch Allegorien des neuen Vernunftkultes ersetzt. Wenn Friedrich Schilly in dieser Zeit ein Bild schafft, in dem christliche Symbolik so fragil und kunstreich kompositionell in Szene gesetzt wird, dann geschah dies sicherlich nicht ohne Hintersinn.
Und natürlich verweist dieses Bild schon auf die zukünftige Hinwendung der Romantiker auf die Vorstellung des Ideals einer mittelalterlichen universalen Christenheit. Als nächstes folgen Innenansichten des großen Remters und des Sommerremters. Friedrich Gilli zeigt die Räume von hellem Licht durchflutet, sodass das Licht- und Schattenspiel in den Gewölben besonders wirkungsvoll zur Geltung kommt. Die auf zierlichen, fragil wirkenden Mittelpfeiler stehenden Gewölbe hat Gilli als kühne Tat des mittelalterlichen Baumeisters besonders bewundert. In seinem Kommentar vergleicht er sie mit steingewordenem Feuerwerk. Im großen Remter stellt er sich selbst dar, an einen Pfeiler gelehnt und verträumt in die Gewölbe schauend. Beim Sommerremter wählte Gilli dagegen eine historisierende Darstellung, indem er den Einzug des Hochmeisters mit seinem Gefolge in den prächtigen Raum zeigt und den Betrachter in die Zeit des Mittelalters zurückversetzt. Man muss an dieser Stelle noch erwähnen, dass zur Zeit Gillis der großartige Sommerremter nicht als einheitlicher Raum sichtbar war, denn man hatte ihn durch hölzerne Wände und eine Zwischendecke in mehrere Kammern unterteilt. Gilli bezichtigte die einzelnen Räume und rekonstruierte auf dem Zeichenblatt den prächtigen Saal. Mit dieser damals imaginären Ansicht erregte er bei den Betrachtern den Wunsch, den herrlichen Saal wieder in seiner ursprünglichen Form entstehen zu lassen. In diesen beiden Innenansichten begegnen uns zwei charakteristische Darstellungsarten der Romantik. Im großen Remter sehen wir den sich in die Architektursprache hineinträumenden einsamen Künstler, während im Sommerremter die ideale Welt des mittelalterlichen Ritterordens wieder zum Leben erweckt wird. Schließlich sei noch auf die Zeichnung des Kellergewölbes hingewiesen. Hier begegnet uns die romantische Neugier nach dem Geheimnisvollen und der dunklen Seite des Lebens. Gilli war besonders von dem aus dem Boden aus aufsteigenden Gewölbe fasziniert, die den Anschein erwecken, als ob sie auf Säulen stehen, die tief in die Erde eingegraben sind. Wiederum sehen wir ein offensichtliches Selbstporträt des Künstlers, der mit energischem Schritt um den Pfeiler stumpf herumschreitet, um das Geheimnis des finsteren Raumes zu erkunden. Bitte? Sein Gesicht ist aber nicht erkennbar. Das Gesicht nicht, aber aus dem Zusammenhang geht es hervor, dass eigentlich er selbst sich damit darstellt. Die Zeichnungen Friedrich Gillis wirkten nicht nur durch die Ausstellung in Berlin, vielmehr sorgte ein von Friedrich Frick 1799 herausgegebenes Stichwerk für eine weitere Verbreitung. Diese Publikation erhielt neben den Darstellungen Gillis noch zusätzliche Ansichten und Bauaufnahmen der Marienburg. Es handelt sich um die erste umfassende Dokumentation eines mittelalterlichen Baudenkmals im deutschen Sprachraum überhaupt. Damit steht die Marienburg am Anfang der Wiederentdeckung der gotischen Architektur in Deutschland. Auch dies ein zentrales Anliegen der Romantik. Der junge Friedrich Gilli war kein genialer Eigenbrötler, vielmehr hatte er vielfältige Beziehungen in die Berliner intellektuellen Kreise der Frühromantik. Beginnen wir mit den beiden wichtigsten Namen Wilhelm Heinrich Wackenrother und Ludwig Tieck, beide übrigens Jahrgang 1773 und damit fast gleich alt wie Friedrich Gilli. In einem Brief an Tieck schrieb Wackenrother im Februar 1793, Zitat, »Ich habe eine Bekanntschaft gemacht, die mir nicht erfreulicher sein konnte, mit dem jungen Architekten Gilli. Aber jede Schilderung ist zu schwach, das ist ein Künstler. Ich habe einige sehr glückliche Stunden ästhetische Unterhaltung mit ihm gehabt.« Ein göttlicher Mensch. Wackenrother erwähnt in seinem Brief auch August Ferdinand Bernhardi, den späteren Schwager Tiecks, als Kontaktmann zu Gilli. Dieser Sprachgelehrte und Lehrer Wackenroters und Tiecks am Friedrich-Werderschen Gymnasium verkehrte auch im Haus der Gillis und hat dem jungen Architekten vielleicht noch andere Bekanntschaften in die sich bildenden Kreise der Romantiker vermittelt. Auch David Gilli gab Abendgesellschaften, bei denen etwa die Brüder Gens häufig Gast waren. Der weitläufige Friedrich von Gens, der später wichtigster Berater Metternichs, heiratete die Schwester Friedrich Gillis und hat den jungen Schwager vielleicht in die Salons von Henriette Herz und Rachel Farnhagen eingeführt, ebenfalls beliebte Treffpunkte der Romantiker. Über Gens kam auch Wilhelm von Humboldt öfters in das Haus der Gillis.
Einen letzten Namen möchte ich noch erwähnen, um zu zeigen, wie sich schon früh ein Netzwerk der Marienburg-Verehrer bildete. An einem Novemberabend 1795 stieß ein junger Rechtsreferendar aus Königsberg zur Abendgesellschaft im Hause Gilly. Es war Theodor von Schön, ebenfalls Jahrgang 1773, der in Berlin sein Staatsexamen ablegen wollte. Auf der Reise von Königsberg nach Berlin hatte er die Marienburg besucht und sein erster gesellschaftlicher Kontakt in der Hauptstadt nach dieser Reise führte ihn zu den Gillys. Das war sicherlich noch ein Zufall, doch es sollte nicht der letzte Art dieser Zufälle sein. Ob Schön und Friedrich Gilly an diesem Abend über die Marienburg gesprochen haben, wissen wir nicht, ist aber durchaus möglich, denn die aufsehenerregende Ausstellung in der Berliner Akademie hatte gerade stattgefunden. Und Schön war auf dem Weg nach Berlin, hatte er in Marienburg Station gemacht. Mit Theodor von Schön begann genau 20 Jahre später die Geschichte der Rettung und Wiederherstellung der Marienburg. Die Ansichten Friedrich Gillys, den er später in höchsten Tönen lobte, bildeten dabei einen ersten Impuls. Für David Gilly, den Vertreter der alten Nützlichkeitsdoktrin, hatte Schön dagegen nur verachtende Worte übrig. Noch eine Bemerkung zum Verhältnis von David und Friedrich Gilly. In der Forschungsliteratur wird häufig ein sehr kontrastreiches Bild gezeichnet. Auf der einen Seite der praktisch begabte, aber kunstlose Vater als Verkörperung der fredericianischen Nützlichkeitsdoktrin und auf der anderen Seite sein visionärer und denkmalverliebter Sohn. Trockene Spätaufklärung und schwärmerisch geniale Frühromantik stoßen hier in einem personalisierten Generationskonflikt zwischen Vater und Sohn unmittelbar aufeinander. Diese Konstellation verführte viele Forscher dazu, ein allzu drastisches Bild des Konflikts zu zeichnen. Der Böse gegen den guten Gilly. Daher finden sich inzwischen auch Verteidiger von David Gilly, die behaupten, es hätte überhaupt keine grundlegenden Unterschiede in den Auffassungen der beiden Gillys gegeben. Und auch David habe sich für die Erhaltung der Marienburg eingesetzt. Eine angesichts der Fakten falsche Behauptung. Es macht allerdings keinen Sinn, David Gilly moralisch zu verurteilen. Etwas, was heute sehr stark in Mode gekommen ist, Menschen aus vergangenen Zeiten an unseren heutigen moralischen Maßstäben zu messen. Der geheime Oberbaurat hätte tatsächlich keine Skrupel gehabt, auch die ganze Marienburg abreißen zu lassen, wenn dies der Nützlichkeit entsprochen hätte. Doch er handelte nur innerhalb der Normen seiner Zeit und er tat dies in Übereinstimmung mit den Wertvorstellungen und Erwartungen, die an einen preußischen Baumeister seiner Epoche gestellt wurden. Diese Normen änderten sich in der Zeit um 1800 jedoch grundlegend und bestimmen zum Teil bis heute unsere Haltung zu denkmalwürdigen Gebäuden. Die Zerstörung eines historischen Denkmals empfinden wir als barbarischen Akt. Die fast sakrale Überhöhung des Historischen in unserem Denken ist aber erst eine Folge der Romantik. Der älteren Generation, um David Gilly vorzuwerfen, sie hätte nicht nach diesen Prämissen gehandelt, ist aus Sicht eines Historikers absurd und ahistorisch. Die Geschichte geht weiter. Die Zeichnung Friedrich Gillys hatte die Marienburg wieder in das Bewusstsein der preußischen gebildeten Gesellschaft gebracht. Für das Bauwerk selbst hatte sich aber noch nichts geändert. Es war nach wie vor durch Abriss und Umnutzung akut gefährdet, denn der Beamtenapparat der preußischen Baubehörden funktionierte noch nach den alten Normen. David Gilly hatte dem Minister noch 1800 empfohlen, zwei von drei Flügeln des Marienburger Mittelschlosses abzureißen und an deren Stelle mit den alten Backsteinen moderne Magazingebäude zu errichten, denn dies wäre 10% preisgünstiger als den Umbau der bestehenden mittelalterlichen Gebäude gewesen. Der zuständige Minister von Schrötter entschied sich allerdings gegen diese radikale Lösung, sodass der Umbau zum Proviantmagazin unter Beibehaltung der mittelalterlichen Außenwände erfolgte. Dies war jedoch keine denkmalpflegerische Maßnahme im modernen Sinne, denn man zerstörte die alte Innenstruktur vollständig und verpasste dem Außenbau einen grauen neoklassizistischen Putz. Bald wäre auch der Westflügel mit dem herrlichen Hochmeisterpalast an die Reihe gekommen, doch da trat plötzlich 1803 eine unerwartete Wendung ein. Am 26. August erschien im Freimütigen einer damals populären Berliner Zeitschrift ein anonymer Artikel unter dem Titel »Ein Beispiel von der Zerstörungszucht in Preußen«,
In dem sehr knappen Text wurden die voranschreitende Zerstörung der Marienburg durch die preußische Bauverwaltung in polemischen Worten als ein barbarischer Akt des Kulturvandalismus beklagt. Der Artikel beginnt mit folgenden Worten: Unter allen Überbleibseln gotischer Baukunst in Preußen nimmt das Schloss zur Marienburg die erste Stelle ein. Aus- und Einländer eilten seit Jahren in Mengen dahin, um es zu bewundern. Die Nachricht von seinem baldigen Untergang bewog auch mich, in diesem Sommer eine Wallfahrt nach seinen Überresten zu unternehmen. Auffallend ist die religiöse Überhöhung, die die Marienburg im intellektuellen Kreisen seit der Publikation der Ansichten Gillis erfahren hatte. Man machte Wallfahrten nach Marienburg, und weiter spricht der Autor im Zusammenhang mit den Abbrucharbeiten von einer Entheiligung des Baus und von einem heiligen Schutte, über den er geschritten sei. Der Autor forderte, man sollte die Burg aufgrund ihrer historischen Bedeutung erhalten, selbst wenn sie keinen konkreten Nutzen hätte. Es ist die Forderung nach einem radikalen Paradigmenwechsel, weg von der Nützlichkeitsideologie hin zur Idee der modernen Denkmalpflege. Und das entsprechende Zitat: Und wenn das Schloss ganz unnütz dastände, wenn niemand darin wohnen, wenn kein Gericht oder dergleichen sich darin versammeln könnte, so müsste man doch das Andenken der Väter ehren und nicht verwüsten. Der Artikel schlug ein wie eine Bombe. Minister Schrötter war empört und versuchte, den Namen des Schreibers ausfindig zu machen. Hier betritt ein zweites Mal, nochmals zufällig, Theodor von Schön die Bühne des Geschehens. Der aufstrebende Beamte war als geheimer Finanzrat von Königsberg nach Berlin versetzt worden und hatte im August eine Reise von Ostpreußen in die Hauptstadt unternommen, wobei er zum zweiten Mal Marienburg besuchte und über die Abbruchmaßnahmen erschrocken war. In Berlin angekommen, hatte Schön eine Unterredung mit Minister Schrötter, der ihm gegenüber ungehalten auftrat, denn er vermutete, dass Schön der Autor des hinterhältigen Artikels sei. Nachdem Schön ihn von seiner Unschuld überzeugen konnte, begann eine intensive Unterredung über Marienburg. Nach Schöns Memoiren war er es, der den Minister dazu überredete, den Abbrucharbeiten Einhalt zu gebieten. Hierzu ein Zitat aus den Memoiren von Schön: Schrötter fragte mich, was ich von dem Plan, Marienburg in ein Getreidemagazin zu verwandeln, halte. Da stellte ich ihm die Barbarei, wie ich sie selbst gesehen und wie sie unter seinem Namen verübt wurde, in grellen Farben vor. Ich sah, dass meine Rede auf Schrötter einen tiefen Eindruck machte. Und bei dem höchsten Moment meiner Schilderung der Barbarei nahm er den Kopf zwischen beide Hände, lief im Saal auf und ab und schrie: Zu was bin ich verleitet? Alle Schimpfwörter der deutschen Sprache schüttete er über den alten Gilli aus und kam zuletzt zu der Frage an mich: Was kann ich tun, um das wieder gut zu machen? Theodor von Schön überredete den Minister dazu, sofort alle Abbruchmaßnahmen stoppen zu lassen, was dann auch tatsächlich geschah. In einer dramatischen Rettungsaktion wurde kurz darauf der letzte mittelalterliche Prachtgiebel des Schlosses, also der hier dargestellt ist, der schon zum Hinabstürzen vorbereitet war, wieder gesichert und ist bis heute erhalten. Schließlich befahl König Friedrich Wilhelm III. Am 13. August 1804 in einer Kabinettsorder, Zitat, dass für die Erhaltung des Schlosses zu Marienburg als eines so vorzüglichen Denkmals alter Baukunst alle Sorge getragen werden sollte. Dies war exakt 10 Jahre nach der Entstehung der Marienburg-Skizzen Friedrich Gillis, die erste förmliche Unterschutzstellung eines Baudenkmals im deutschen Kulturraum überhaupt. Der Paradigmenwechsel von der aufgeklärten Nützlichkeitsdoktrin zur romantischen Denkmalidee war zunächst nur für die Marienburg gültig, erstmals offiziell verkündet. Es wurden Gelder für die Instandsetzungsmaßnahmen bereitgestellt, doch die Besetzung Preußens durch Napoleon führte zu einer Unterbrechung aller Maßnahmen. Es mussten nochmals 10 Jahre vergehen, bis die Idee einer romantischen Wiederherstellung der Marienburg in die Tat umgesetzt werden konnte. Doch wer war der Autor des die Marienburg rettenden polemischen Artikels? Es handelte sich um einen 20-jährigen Studenten aus Ostpreußen, Max von Schenkendorf, der damals wegen aufsässigen Verhaltens von seinen Eltern zur Privaterziehung in die Umgebung Marienburgs strafversetzt worden war. Er unternahm häufig ausgedehnte Wanderungen in die Umgebung, auch zur Marienburg. Durch die Bekanntschaft mit dem Erzpriester Wedecke
der sich ebenfalls publizistisch den Abbruch, der ebenfalls publizistisch den Abbruch der Ordensresidenz kritisiert hatte, wurde er in die Geschichte Westpreußens eingeführt. Da der Erzpriester jedoch viel ausschweifender und weniger polemisch formulierte, sowie an abgelegener Stelle publizierte, blieb sein Text unbekannt, während das heißblütige Pamphlet Schenkendorfs Wirkung zeigte und Geschichte schrieb. Es handelte sich übrigens um die erste Publikation des jungen Autors überhaupt, der 10 Jahre später als dichtend patriotischer Bannerträger der Befreiungskriege Berühmtheit erlangen sollte. Während dieser Befreiungskriege kam es zu einer Art Apotheose der Marienburg. Die Burg und der Deutsche Orden gewannen damals erheblich an patriotischer Symbolkraft. Als sich die Reste der in Russland geschlagenen großen Armee Napoleons im Dezember 1812 der Grenze Ostpreußen näherten, begann der Verfall der erzwungenen deutsch-französischen Waffenbrüderschaft. Als erstes wechselte Preußen die Seiten, um mit Russland die Befreiung Deutschlands von der verhassten französischen Herrschaft zu umkämpfen. Zur Erreichung dieses Ziels rief der preußische König 1813 die Volksbewaffnung zur Volksbewaffnung auf und stiftete das Eiserne Kreuz als erste Kriegsauszeichnung, die allen kämpfenden Männern und sogar Frauen verliehen werden konnte, also nicht nur dem Adel, unabhängig vom gesellschaftlichen Stand. Die Form dieses standesübergreifenden ritterlichen Abzeichens orientierte sich am Balkenkreuz des Deutschen Ordens. Somit kamen die Ordensritter wieder zu hohen Ehren und der mittelalterliche Kreuzzugsgedanke erfuhr, nun gegen das napoleonische Frankreich gerichtet, eine Aktualisierung. Mit der Ausarbeitung der Kreuzform beauftragte Friedrich Wilhelm III. den jungen Berliner Baubeamten Karl Friedrich Schinkel, der wenige Jahre später eine zentrale Rolle bei der Wiederherstellung Marienburgs spielen sollte. Der Deutsche Orden und die Marienburg wurden somit die geistigen Patrone des beginnenden Freiheitskampfes gegen Frankreich, der von der romantischen Generation in Deutschland sehnsüchtig erwartet worden war. Die symbolische Verknüpfung zwischen dem Befreiungskrieg und der Marienburg verkündete Max von Schenkendorf in seinem Lied zur Verherrlichung des Eisernen Kreuzes. Es beginnt mit den Worten: Auf der Nogat-grünen Wiese steht ein Schloss im Preußenland, das die frommen deutschen Riesen einst Marienburg genannt. Es erfolgte also eine Reinszenierung des Ordensgedankens für die preußisch-deutsche Politik. Hier liegt der Beginn des später so oft strapazierten Marienburg-Mythos als deutsches Bollwerk im Osten. 1813 stand der Feind allerdings im Westen und man kämpfte an der Seite der russischen Waffenbrüder um die Befreiung Deutschlands. Die Wirkung der romantischen Apotheose der Marienburg auf die Beteiligten lässt sich am eindrucksvollsten bei Theodor von Schön nachvollziehen. Er beschreibt dies rückblickend folgendermaßen, Zitat: Marienburg hatte ich vor dem Krieg 1806 zweimal in seiner tiefsten Erniedrigung gesehen, aber ich hatte es mehr als Kuriosität, wie als Sprache des Himmels betrachtet. Im Jahre 1816 sah ich es wieder und ich sah etwas anderes, als ich früher gesehen hatte. Die Bogengewölbe erfassten mich und der Gedanke, durch Marienburg aufs Volk zu wirken, trat lebhaft vor meine Seele. Theodor von Schön war nun durchdrungen von dem Gedanken, die Marienburg wieder glanzvoll auferstehen zu lassen. Die von ihm in den kommenden 40 Jahren mit glühendem Eifer verwirklichte Wiederherstellung des Schlosses, die wir heute als romantische Restaurierung bezeichnen, sollte jedoch nicht nur den materiellen Bestand des mittelalterlichen Denkmals sichern. Schön, seit 1816 Oberpräsident von Westpreußen, verknüpfte seine Konzeption der Wiederherstellung mit der Idee einer Reform von Staat und Gesellschaft in Preußen. In der Marienburg wollte er König und Volk zu einer harmonischen Einheit zusammenführen, die er vor allem von Seiten einer wuchernden Zentralbürokratie in Berlin gefährdet sah. Diese symbolhafte Funktion erläuterte Schön 1818 in einem Brief an Staatskanzler Hardenberg. Zitat: Jedes Volk müsste sein heiteres Westminster haben, wo der König Patron ist und alle Edlen des Volkes zu Hause sind. Marienburg ist in seiner Geschichte und seiner Schönheit wegen vorzüglich dazu geeignet. Die Vorstellung einer vorbildlichen Symbiose von König und Volk entsprach dem romantischen Idealbild einer mittelalterlichen Ständegesellschaft. Einen solchen harmonischen Ständestaat hat es natürlich in der Realität weder im Mittelalter gegeben,
noch war ein solches Ideal an der Schwelle zur Moderne zu verwirklichen. Es diente dem liberalen Reformer Schön dennoch Zeit seines Lebens als ein zu erstrebendes Ziel. Schon als junger Beamter hatte er zum engen Mitarbeiterkreis um Stein und Hartenberg gehört, die die preußischen Reformpolitik konzipierten und durchzusetzen versuchten. Als sich die deutschen Monarchen nach 1815 auf ihren Thronen wieder sicher zu fühlen begannen, gerieten auch in Preußen die Reformer gegenüber den restaurativen Kräften in die Defensive. Solange er im Amt war, das heißt bis 1842, verteidigte Schön von seiner Provinz Ost- und Westpreußen aus die Reformideale, wodurch er sich in Berlin jedoch immer mehr isolierte. Wie hat Theodor von Schön seine Vision der Marienburg als preußisches Westminster in die Tat umgesetzt? Das Schloss gehörte dem König, sollte aber auch dem ganzen Volk offenstehen. Entsprechend hatten sich König und Volk auch gemeinsam um die Wiederherstellung und deren Finanzierung zu kümmern. Schön schlug vor, dass der Staat nur die technisch notwendigen Baumaßnahmen bezahlen sollte, während die gesamte Ausschmückung der Burg durch freiwillige Spenden zu erbringen war. Unermüdlich warb und drängte Schön mit Erfolg alle Stände um Beiträge für das Schloss. Die evangelischen Geistlichen gaben Geld für die Restaurierung der Hochmeisterkapelle, die katholischen Geistlichen finanzierten Arbeiten an der Konventskirche. Schön animierte sowohl die deutschen als auch die polnischen Adelsfamilien in Westpreußen zu spenden, ebenso die Landkreise, Städte und zahlreiche Korporationen. Besonders stolz war Schön darauf, dass auch bei der Wiederherstellung angefallenen riesigen Schuttmengen insgesamt 48.000 Fuhren von den Bauern des Marienburger Werders unentgeltlich abtransportiert worden waren. Tatsächlich wurde die Staatskasse nur mit 10% aller Wiederherstellungskosten für die Marienburg belastet. Für alle übrigen Kosten fanden sich private Spender. Dies spiegelte sich auch in der Ausstattung des restaurierten Schlosses wider. An den Wänden und in den neuen Glasfenstern prangten nicht nur die Wappen des Königshauses, sondern die aller Stände und Familien, die zum Gelingen des Werkes beigetragen hatte. Theodor von Schön legte auch großen Wert darauf, dass der Eintritt für alle Bewohner des Landes kostenlos war. Durch die Wiederherstellung der Marienburg war die von Schenkendorf 1803 formulierte Forderung nach einem vom Nützlichkeitszwang befreiten vaterländischen Denkmal Wirklichkeit geworden. Die restaurierte Marienburg war ein Bau, der nur um seiner Geschichte und seiner Schönheit willen existierte. Die Architektur sollte im Sinne der Romantik Land und Volk poetisieren. Neben den eigentlichen Baumaßnahmen sorgte sich Schön aber auch um die Positionierung der Marienburg in der Literatur- und Geschichtsschreibung. Er beauftragte Historiker und Kunsthistoriker mit wissenschaftlichen Studien zur Architektur und Geschichte der Burg sowie des Deutschen Ordens und ließ alles publizieren. So erschienen auf Schöns Initiative hin etwa 1823 eine erste Baumonographie zur Marienburg aus der Feder des Breslauer Kunsthistorikers Johann Büsching. Ein Jahr später folgte eine ausführliche Geschichte von Burg und Stadt Marienburg von Johannes Vogt. Dieser Archivar und Geschichtsprofessor durchstöberte intensiv seine Königsberger Bestände und entdeckte hunderte bislang unbekannte Schriftquellen. Hatten die kompilatorisch arbeitenden Geschichtsschreiber sich weitgehend nur auf ältere Chroniken gestützt, aus denen sie neue Chroniken machten, so erstellte Vogt erstmals eine Geschichte auf breiter Quellengrundlage. Die systematische Suche nach den Schriftquellen des Mittelalters war ebenfalls eine Folge der romantischen Geisteshaltung. Ausgelöst wurde das Interesse an der Erforschung der alten Denkmäler häufig durch eine schwärmerische Burgenromantik, so wie es Vogt auch im Vorwort seines Marienburg-Buches beschreibt, als er sich an seine eigene Kindheit erinnert. Damals war er häufig auf die seinem süddeutschen Heimatort überragende Burgruine geklettert. Zitat: Nicht die wunderschöne Naturumgebung war es, die uns hinauflockte, sondern das heimliche, fremde Anwehen eines uns erträumten einstigen Wunderwelt und eines uralten Zauberlebens, welches wir uns nach und nach für das graue Bergschloss in uns selbst geschaffen hatten, zog uns immer von Neuem in die zerfallenden Mauern hin. Aus dieser romantischen Schwärmerei erwuchs bald ein tieferer Wissensdurst, der den jungen Forscher in die Archive trieb. Er sei daran erinnert, dass im Zuge der Romantik nicht nur Volkslieder, Märchen und Sagen, sondern auch Geschichtsquellen gesammelt wurden. Nachdem sich
der Reformer Freiherr von Stein aus der Politik hatte zurückziehen müssen, gründete er 1819 die Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde als Herausgeber für die bis heute fortgesetzte Monumenta Germania Historica. Ganz in diesem Sinne handelte auch Theodor von Schön, als er 1818 seinem Archivar den Befehl erteilte, gründlichst nach den Quellen zu suchen. Also es war richtig ein Befehl, Suche nach den Quellen. Während es früher so war, dass die Historiker gar nicht in die Archive durften, weil das waren Geheimakten, die man nicht einfach herankam. Den Texten Vogts fehlt es häufig noch an moderner Quellenkritik. Er schuf gerne idealisierte, im Sprachduktus tiefromantische Geschichtsbilder. Als ein kleines Beispiel für diese Erzählweise möchte ich die ersten Sätze aus der Schilderung des Regierungsantritts von Hochmeister Winrich von Kniprode zitieren. Mit fröhlicher Pracht und glänzender Freude, wie am Morgen eines neuen, heiteren Tages, begann Winrich, der edle, freundliche Meister, die ersten Tage seines Meistertums. Auf die Meisterweihe folgten im Hohen Ordenshause glänzende Feste und freudenreiche Vergnügungen. Marienburgs ganzer Bürgerschaft ward vom Meister zum Schmause und zur Lust auf die und Spiel auf die Burg geladen. So könnte auch eine Novelle Josef von Eichendorffs beginnen, und der Dichter ist tatsächlich das Vorbild für Vogt gewesen. Beide haben über viele Jahre eng zusammengearbeitet und sich gegenseitig inspiriert. Vogt schöpfte aus der Sprachpoesie Eichendorffs und Eichendorff nutzte die riesigen Quellenfundus Vogts. Es ist der Berliner Bürokratie zu verdanken, dass sich der aus verarmten schlesischen Adel stammende Baron von Eichendorff nach Marienburg kam. Auf der Suche nach einer festen Anstellung im preußischen Behördendienst war es der erste Erfolg in der beruflichen Karriere Eichendorffs, dass ihm 1820 eine Stelle als katholischer Kirchen- und Schulrat in Danzig angewiesen wurde. Theodor von Schön war zunächst wenig erfreut darüber, dass man ihm einen katholischen Schlesier ins Amt schickte, doch überzeugte er sich rasch von den Vorzügen seines dichtenden Juristen. Schon bald wurde Eichendorff in das Marienburg-Projekt eingebunden. So finden sich in den Akten zahlreiche Briefentwürfe und Gutachten mit Eichendorffs Unterschrift, und Theodor von Schön refundierte sich, indem er die poetische Tätigkeit seines Untergebenen vielfach förderte. Er ließ ihn Gedichte für die Gelegenheit königlicher Besuche verfassen und unterstützte Eichendorff, als dieser sich daran machte, ein auf der Marienburg spielendes Drama zu schreiben. Dies erschien unter dem Titel Der letzte Held von Marienburg 1830 in Königsberg und wurde dort auch uraufgeführt. Doch die Förderung seines Vorgesetzten konnte nicht verhindern, dass dem Stück kein Erfolg beschieden war. Der Misserfolg trug entscheidend dazu bei, dass Eichendorff das protestantisch kühle Königsberg unbedingt verlassen wollte. 1831 kehrte er nach Berlin zurück. Mit Schön verband ihn jedoch trotz aller charakterlichen und konfessionellen Unterschiede eine lebenslange Freundschaft, die sich in einem lebendigen Briefwechsel wie niederschlug. Die Marienburg beschäftigte Eichendorff später noch einmal in intensiver Weise. Nachdem Theodor von Schön 1842 sein Amt als Oberpräsident niedergelegt hatte, wollte er öffentlich Rechenschaft über seine fast 30-jährige Tätigkeit für die Wiederherstellung des Schlosses ablegen. Zu diesem Zweck plante er die Herausgabe eines Büchleins, in dem sowohl die historische Bedeutung Marienburgs als auch die Idee und Durchführung der Restaurierung dargelegt werden sollte. Schön wusste keinen geeigneten Autor als seinen Baron von Eichendorff, der mit großer Freude in den Vorschlag einstimmte. Aus den Zeilen des Antwortschreibens lässt sich erkennen, wie sehr die Marienburg dem Dichter am Herzen lag. Zitat: Euer Exzellenz danke ich ganz gehorsamst und herzlich für das mir erwiesene Wohlwollen und Vertrauen, das mich über alle Beschreibungen glücklich macht. Es bleibt dabei, von Preußen, das heißt mit anderen Worten von Euer Exzellenz, kommt mir doch alles wahrhaft Aufregende und Erfreuliche meines Lebens. Die Wiederherstellung Marienburgs schmeckt so sehr nach Idee und ist so durch und durch poetisch, dass ich mit rechter Herzensfreude an die Arbeit gehen will. Nachdem der König seinen Hilfsbeamten Eichendorff zur Abfassung des Buches dienstfrei gestellt hatte, reiste der Dichter 1843 nach Danzig und Königsberg und begann mit den Recherchen für das neue Werk. Das Büchlein erschien 1844 unter dem Titel »Die Wiederherstellung des Schlosses der deutschen Ordensritter zu Marienburg«. Um Druck und Vertrieb kümmerte sich Theodor von Schön, der sich mit diesem Werk auch selbst ein kleines Denkmal setzen ließ.
Josef von Eichendorff tritt hier als Historiker auf. Die Sprache ist zwar sachlicher und pädagogischer gehalten als in den Novellen, an zahlreichen Stellen konnte der Dichter seine poetischen Fähigkeiten aber dennoch zum Einsatz bringen, denn die eigentliche Absicht der Wiederherstellung der Marienburg war im Kern ja eine poetische. Außerdem ist es interessant zu lesen, wie ein Dichter die Poesie der Architektur in die Poesie der Sprache überträgt. Hierzu ein kleines Beispiel aus der Beschreibung des Hochmeisterpalastes durch Eichendorff. Zitat: Tief aus dem Boden, von den übermächtigen Kellern, die wie der gebändigte Erdgeist sich unwillig beugen, das Ganze tragen, erhebt sich der kühne Bau, Pfeiler auf Pfeiler, durch vier Geschosse wie ein Münster, immer höher, leichter, schlanker, lustiger, bis in die lichten Sterngewölbe des oberen Prachtgeschosses hinein, die das Ganze mehr überschweben als bedecken. Und wenn oben in Meisters großem Remter die von dem einen Granitpfeiler strahlengleich sich aufschwingenden Gewölbegurten wie ein feuriges Heldengebet den Himmel zu stürmen scheinen, so gleicht der weite, zarte Dom des Konventsremters dem Himmel selbst in seinen gedankenvollen, in einer gedankenvollen Mondnacht, die hier und da milde Segen den Boden berührt. Wahrlich, hier begreift man, was Schlegel meinte, als er einst in jugendlichem Übermut die Baukunst die gefrorene Musik nannte. Zitat Ende. Mit diesem Büchlein endet die romantische Epoche der Marienburg. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ging die nächste große Restaurierungswelle über das riesige Schloss hinweg. Diese hatte aber schon einen ganz anderen Charakter, einerseits mehr wissenschaftlich nüchtern und andererseits schon deutsch-nationalistisch polternd. Während der romantischen Wiederherstellung waren Baukunst, Wissenschaft, Literatur und Politik durch eine poetische Grundstimmung miteinander verbunden. Dies macht das Romantische an diesem Ort und in dieser Zeit aus, ein Begriff, der ja so schwer exakt zu fassen ist und sich dennoch in der Marienburg Friedrich Schillys, Theodor von Schöns, Johannes Vogt und Josef von Eichendorff überall spüren und nachempfinden lässt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nordseite ist hier der Unkalkplatz. Vom Kölner Dom aus dem 13. Jahrhundert. Genau.